So, da bin ich wieder zurück. Ja, ich hoffe, jetzt läuft wieder alles. Da war auf einmal alles weg gewesen und ja, nun, jetzt müsste es wieder klappen. Okay, wir haben das Rätsel gelöst. Wir haben das gelöst. Wir können natürlich nochmal zurückgehen, beziehungsweise, nee, gelöst haben wir es ja noch nicht. Nee, wir suchen immer noch die Scheiben. Ne? Ganz, ganz nervös jetzt hier. Läuft alles wieder super. Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Schlimm, schlimm. So, eine Scheibe. Scheibe, Scheibe, Scheibe. Scheiben, Scheiben, Scheiben. Okay, jetzt muss ich noch mehr gucken als sonst. Verdammt, wieder verklickt. Das ist blöd. Ah, Mann, ist das schade. Das ist es nicht. Okay, ihr Gesicht ist leider auch keine Scheibe, oder? Nee. Es waren Zitronenscheiben. Schön, danke Spiel. Und wir bekommen ein Gemäldeteil. Okay. Erstmal nehmen wir uns den Tipp. Wie schaltet ein Dauerklotzer wohl den Fernseher aus? Ja gut, eine Fernbedienung haben wir leider noch nicht. Okay, weiter geht's. Nun. Manchmal gibt es Dinge, ich will nicht zu viel sagen, die vielleicht ein wenig einfacher sind als die anderen, wo man sich dann wieder denkt, so, ja gut. Aber wie gesagt, wir haben ja jetzt noch einige übrig, deswegen will ich jetzt noch nicht zu viel sagen. Mich freuen. Ich habe jetzt Angst, dass es immer wieder passiert, dass es Probleme gibt. Ich hoffe zumindest, die Aufnahme ist in Ordnung. Nicht, dass es Probleme gibt, weil nochmal spielen, das ist so. Ja, gut. Das sieht aber halt wirklich aus wie ein Teil von einem Fernseher, oder? Nee, das wäre zu hell. Das wäre zu hell, wenn das was wäre. Hier oben ist aber, also es ist ja von der Seite. Man sieht, es ist von der Seite. Nicht oben, sondern seitlich. Doch das. Okay, cool. Ein weiteres Gemäldeteil und wir kriegen eine weitere Lupe. So, zertrümmere deinen Fernseher, ist sowieso schlecht für die Augen. Ah, schade. Okay, wir haben es soweit geschafft. Dieser Raum ist erstmal in Ordnung. Was wir jetzt machen müssen, ist erstmal in dem Raum der Gemälde gehen. Das bedeutet, wir müssen nicht dahin. Hier. Genau hier hin. So, dann würde ich sagen, wir machen einmal den hier. Und einmal den hier. Und natürlich sind noch einige übrig. Ihn können wir noch nicht einrahmen. Okay, gut. Was haben wir denn? Wir haben Faden und Nadel. Nadel und Faden. Oh. Ja, wie gesagt, der Rabe ist einfach. Ist einfach. Hier hing eins Gemälde. Okay. Ach ja, und wir können auch eine Spritze nehmen, die ich noch nicht verwendet habe, weil ich das noch nicht riskieren möchte.
Aber vielleicht werde mir das. Echt mal, der Rabe ist ja wirklich unbelievable. Und wir kriegen eine. Vor allem guckt euch mal. Wir kriegen eine faulige Möhre. Ja, das ist gut, aber. Also für denjenigen, der die faulige Möhre kriegt, ist es gut. Für uns selber ist es nicht gut. Genau hier. Der gute Hoppelhase. Hier, bitteschön. Glückwunsch, du hast Rose bei der Befreiung einer Seele geholfen. Yay. Rose, diesmal entwischst du mir nicht. Oh doch, wir werden entwischen. Der Raum ist im Eimer. Wir haben eine Gartenschere. Schnipp, schnapp, ist die Rose ab. Eine Rose für die Rose. Und einmal hier rein damit, bitteschön. Ich weiß nicht, wie viele Rosen wir brauchen, aber wir kriegen eine weitere Uhr. The time is right. Für. Oh, nee, warte mal, das ist es hier nicht. Das ist kaputt, okay. Dahin. So, warte, bevor wir, ne, wie immer. Eingelocht. Der Profi-Golfspieler und Lehrer Bob Kestschläger wird künftig weniger Zeit im Clubhaus, dafür mehr mit seinen Freunden in der Nervenklinik verbringen. Ein Fan freute sich, ihn aus der Ferne einlochen zu hören, doch aus Freude wurde bald Horror, als sich herausstellte, dass Bobcat einen seiner Schüler mit dem Schläger bearbeitete. Die Polizei fand weitere auf dem Golfplatz begrabene Leichen und schließt man aus dem Verwesungsgrad der Leichenschlüsse, ging das Ganze schon eine Weile vor sich. Nee, 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 Golfspieler, die Leute vermöbeln, das geht nicht. Es sollen Bälle einlochen und keine Leichen. Das ist ja genau so ein Hampelmann. So, gib mir den Typen. Okay, gib mir die Fliege. Gib mir Zitrönchen. Passt sogar, sehr schön. Gib mir einen Schalter. Und es geht wieder los. Ich finde wieder nichts. Es ist wieder schön. Das, jawohl. Schön beleuchtet sogar, das ist gut. So, zack. Ein Blättchen für die Blätter. Das. Ein. Gut. Okay. Easy. So, eine. Nehmen wir das. Okay, es wird spannend. Und einmal das. Na, wie gesagt, es hängt halt wirklich immer an einem einzigen Teil, was Probleme macht. Es ist halt. Es ist halt faszinierend. Was? Wieso nicht? Das sieht doch gut aus. Das ist es nicht. Das wissen wir. Deswegen gibt es eine Spritze in den Arsch. So, das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Ja, da geht es jetzt schon wieder los. Ne? Achtung, Achtung, Spritze in den Arsch. So. Okay, am Ende sind wir dann wirklich psychisch so kaputt, weil wir zu oft gespritzt worden sind, dass wir das Spiel verloren haben. Ich meine, was bringt uns das eigentlich? Wir werden gespritzt,
Aber im Endeffekt passiert dann nicht viel, ne? Wie gesagt, außer es passiert am Ende irgendwas. Ja. Kommen wir am 14. Tipp. Nein, gut. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen es finden. Es finden. Also, das hatten wir, das ist es nicht. Das hatten wir, das ist es auch nicht. Nehmen wir das? Es ist immer, es, ich verstehe, ne? Immer so einfach eigentlich. Ist eigentlich so einfach. So, was. Ach, guck mal, sie wird von der Pflanze gefressen. Schön. Okay. Jetzt nicht mehr. Handschuhe, Gewichte. Eine Tröte, ein Pilz, ein Motorrad, ein Schmetterling. Pirat, gut. Friedenszeichen? Nein. Schläger. Ey Schläger, ey Schläger, wo ist der Schläger? Ey Schläger, ey Schläger. Das ist nicht der Schläger und das auch nicht? Na gut, okay. Schuhe. Lampe. Okay. Fail. Luftpumpe und Gottesanbeterin. Die findet man sofort, die Gottesanbeterin. Fahrrad. Luftpumpe. Ist das das? Oh, cool. Ist es sogar gewesen. Schirmütze. Warte. Da. Hufeisen, Palme. Spring dich auf die Palme. Brauchst du eine Palme? Baseball? Ja gut, das ist kein Baseball. Einrad. Soldatenhelm. Globus und Gewichte. Globus und Gewichte. Aber wo sind da? Aber sehr gute Farbe, ne? Sehr gute Tarnfarbe, spinnenbegeistert. Hufeisen und Schläger. Schläger. Ich könnte's. Hab's probiert. Ich bin froh, dass es nicht wieder Achtung, Achtung. Spätestens wenn ich es jetzt nochmal machen würde, würde das passieren. Hey Schläger, hey Schläger, wo ist der Schläger? Hey Schläger, hey Schläger. Da ist er. Sehr schön. Wir kriegen einen weiteren Steinschädel. Das bedeutet, wir dürfen einen weiteren Raum öffnen. Was hat sie für Probleme? In der Not ist der Patient Fliegen. Oder Augäpfel. Wo ist die Lupe? Wo ist die Lupe? Ich will meine Lupe. Wo ist meine Lupe? Sehr schön. 15 Tipps haben wir jetzt. Also wir können dann am Ende komplett durchstarten.
Gut, wir haben jetzt einen weiteren Schädel, aber wir gehen erstmal ins nächste Puzzle. Yay! Wow! Ja, das ist schön. Puzzle-Action, davon hatten wir ja, gut, bis jetzt nur eins. Also kann man noch ein bisschen durchatmen. Ne? Ist jetzt nicht so, dass man hier die Welt untergeht wegen Puzzle oder so. Ne? Also wenn es nicht passt, dann geht die Welt natürlich unter. Okay, oh, das ist gut zu wissen, dass das trotzdem angedockt wird, auch wenn hier alles dicht ist. Also doch nicht, wie ich es letzte Mal gesagt habe, dass man das nur rankriegt, wenn nichts anderes mehr dran ist. Ja. Ihr wisst schon. Nein, erst die Ränder machen. Man muss sich dran halten. So. Gut. Okay, hier, also. Interessant, dass das nicht angepasst wird, wenn es theoretisch passen müsste. Komm, nebenbei kann man hier schon mal dies und das kombinieren, also ne, zusammenstecken. Nö, vergiss es. Genau. Also so verzweifelt bin ich jetzt in dem Moment noch nicht. Es macht ja Spaß. Also, ne, für viele, die gern puzzeln, ist das schon eine schöne Abwechslung. Ja, komm, wie gesagt, das war jetzt erst das zweite Puzzle. Es kann nicht schlimmer werden. Ne, also.